Mein Name ist Fabian, wir sind wieder zurück bei OMSI und eigentlich wollte ich hier so schon mal den Bus starten und alles, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich ein tolles Makro gemacht habe, das das für mich macht. Also gehe ich in meinen OMSI-Grid, gehe auf Fahrzeug starten und dieses Ding startet jetzt automatisch für mich komplett autonom diesen Bus. Schaltet Licht an und alles, das ist wundervoll. Das nimmt mir einiges an Arbeit ab und vor allen Dingen für Fahranfänger, guck mal, ich kann jetzt einfach losfahren, das ist es. Zack. Ich habe auch ein Haltestellen-Grid geschrieben, das ich gleich auch nochmal zeigen kann. So. Jetzt. Heute fahren wir den 101er auf der Karte Eppstein. Und zwar von der Ostsiedlung zum Lindenplatz. Das ist der richtige Umlauf. Der geht um 12 Uhr exakt. Deswegen. Es ist der 101er zum Lindenplatz. 101 zum Lindenplatz. Zack. Bum, bang. So. Das ist übrigens der Bus, den ich heute benutzen werde. Und zwar ist es ein Citaro O530G der ersten Generation, also Pre-Facelift sozusagen. Mit den alten Rückleuchten vorne, den schöneren Gangwahlhebeln, Gangwahlknöpfen und alles. So, aber das ist jetzt schon zu spät. Es geht los. Hier kann ich tatsächlich schon. Nein, du driftest mir nicht nach rechts ab. So, gut. Ich arbeite immer noch mit meinen Makros, die ich in der vorletzten Folge ein bisschen vorgestellt habe. Und außerdem ist das hier der Bus, von dem ich in den letzten zwei Folgen ein bisschen geschwärmt habe. Weil ich mag den sehr gerne. Aber ich mag den Pre-Facelift Citaro so gerne, glaube ich, wie den Citaro 2. Ich glaube, der Citaro 2 ist so fast mein Lieblingsbus. Wahrscheinlich mit Volvo 7700. Und ich weiß nicht, wie meine Gefühle zum O405 sind. Der O405 so der Bus ist, den ich am meisten benutze, beziehungsweise mit dem ich am meisten fahre. Ich fahre mit dem eigentlich fast täglich zur Schule. Und fast täglich wieder zu. Nee, rück habe ich einen anderen Bus. Da fahre ich meistens Citaro. So, hier wollen nur Leute einsteigen. Zurück fahre ich meistens Citaro. Aber hin fahre ich meistens O405. Diese Busse sind total runtergerockt. Einigermaßen kaputt. Ich habe keine Ahnung, warum die sich nicht mal neue kaufen. Aber bitte, wenn sein muss. Hallo. Und ich fahre mit denen eben schon zur Schule seit 10 Jahren. Insofern verbinde ich mit denen ein bisschen mehr als nur einfach hier aus dem Schulbus. Und dann die andere Sache ist eben noch, dass ich Überlandbusse sehr gerne mag und es vom O405 auch einen Überlandbus gibt, einen Überland-Solo-Bus, und zwar den O407. Den gibt es hier auch im Spiel, aber um den fahren zu können, brauche ich das Stadtbus Eltern O305, glaube ich. Und das kostet 10 Euro. Und immer wieder geht mir so durch den Kopf: 10 Euro für einen Bus. Das ist viel zu viel. Hallo. Es ist wirklich viel zu viel. Ich meine jetzt so für einen Bus 3 Euro oder sowas. Okay. Ist noch im Rahmen des Machbaren. Aber für einen Bus 10 Euro. Mit dem Van Hool AGG 300. Ist ja auch so eine Sache. Ist auch ein Bus für 10 Euro. Es ist. Auch wenn der Bus vielleicht ganz toll ist, auch wenn die Mod vielleicht ganz toll ist, ist es mir das nicht wert. Dann würde ich mir für 14 Euro zum Beispiel oder für 15 Euro schon eher das Stadtbus, nicht Stadtbus-Familien, sondern das 3-Generationen-Addon kaufen, weil da auch ein Citaro 2 drin ist. Und O405. Und zwar einmal der O405 und einmal der O405N. Ich persönlich bisher immer nur O405N und meistens eher GN. Aber das wäre ganz schön. Und dann eben noch die Hamburg-Karte, weil Hamburg meine Stadt, so in etwa, wenn ich irgendwie meine Stadt wählen müsste. Natürlich total der Dorfmensch. Ich mag Städte nicht so, aber Hamburg ist so ganz okay. Also ganz okay ist bei mir verhältnismäßig gut. Berlin zum Beispiel, nichts gegen Berliner, aber
Berlin ist einfach nicht mein Ding. Ich mag Berlin nicht so. Kommt auch drauf an, wo man ist. Aber sonst so Berlin, nee. Köln zum Beispiel ist auch nichts für mich. Ich finde, bitte liebe Kölner, falls irgendjemand zuseht, fühle ich nicht angegriffen, aber ich finde Köln einfach nicht schön. Ich scheue mich extra, das Wort hässlich zu verwenden. Weil irgendjemand sich mit Sicherheit angegriffen fühlt. Aber nee, es ist einfach nicht so. Gut, das war jedenfalls Haltestelle Technisches Rathaus. Oder, wie der Kölner oder Rheinländer sagen würde, Technisches Rathaus. Darüber mache ich mich auch ein bisschen lustig. Fühl dich nicht angegriffen, bitte, falls du Kölner bist und das sagst. Ich finde aber nur Technisch. Ich finde es lustig. So. Ganz ehrlich, ich bin transparent und ehrlich und alles. Gut. Hätten wir das auch. Aber das ist mal wieder, es kommt mal wieder in diese Akzente Division, über die ich sowieso auch nochmal ein Video mache. Es entwickelt sich langsam so allmählich zum Insider einfach. Ach ja, ich wollte ja gleich nochmal das Haltestellen-Makro zeigen. Das mache ich auch gleich mal. Vorstellen werde ich das alles nochmal, keine Sorge. Kommt oder ist wahrscheinlich jetzt schon draußen. Weil ich fleißig dran gearbeitet habe, weil Wochenende ist. So, hier will niemand aussteigen, so wie es scheint, und... Ah, verdammt, es wollen Leute einsteigen. Diese Haltestelle ist sehr, sehr ungünstig platziert. Ich habe den Türknopf gedrückt. Mann. Hallo. Hallo. Meine Fahrkarte. Du willst eine Fahrkarte? Kriegst du. Eine Tageskarte. So, niemand. Zack, zack. So, jetzt ist die Verspätung bei 1,2. Das ist wundervoll, ich liebe Verspätung. Aber ich denke mal so, bis 2 oder 3 Minuten Verspätung können noch alle damit leben. Hier ist übrigens eine 30er-Zone und ich fahre 40. Aber mir ist aufgefallen, dass es eine 30er-Zone ist. Also ich mache Fortschritte. Bitte. Respektier das. So, bis wann geht eigentlich diese Fahrt? Verdammt, sehe ich nicht. Dann bediene ich mich jetzt des Tricks des Pauseknopfes. Und gucke mir das einmal genauer an. Die Fahrt geht bis 14 nach. Bis Kaffee Stoll. Irgendwas sagt mir das. Okay, also wird es wahrscheinlich auch eine zweifolgige Fahrt. Kaffee Stoll. Irgendwoher kenne ich das. Ha. Ich würde gerne wissen, woher. So, hier geht's links rein. Die 200er Serienbusse, die wären zum Beispiel nochmal was für den Setra 319, den ich auch hier nochmal fahren wollte, unbedingt. Huch, da kommt schon wieder dieses Omsi-Dubstep-Dingens. So, manchmal drücke ich auch auf Knöpfe und manchmal passiert einfach noch gar nichts. Hallo, eine Kurzstrecke. Du willst bitte. Eine Fahrkarte, die kriegst du. So eine Kurzstrecke. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Du kriegst auch eine Karte, und zwar eine Tageskarte. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Du kriegst auch eine. Und du kriegst keine. Das habe ich natürlich vergessen, hier Hintergründe zu machen. Ach, ich kann sie doch noch zumachen, das ist schön. Die Verspätung aber wächst, sodass ich mal hier in der Innenstadt, das ist das, was ich mit Altstadt meinte hier, mal ein bisschen mehr auf die Tube drücke. Und ich meine, dieser Citaro G hat 354 PS, der zieht gut, zieht sehr gut. Die Solo-Version hat nicht ganz so viel, leider oder zum Glück, das kann man sich, denke ich, mal aussuchen. Aber die Gelenk-Version 354 PS, für ein Auto denkt man sich so, 354 PS, jo, zieht gut. Aber im Bus würde man so denken, das ist ja voll langsam. Ist es nicht. Ich habe auf diesen Knopf gedrückt. Mensch. Kenners. Einmal mit Profis arbeiten hier. Ach, komm schon. Fast wäre ich noch drüber gekommen, aber jetzt muss ich hier noch an der Ampel warten. Da habe ich keinen Bock drauf. So, das war jetzt welche Haltestelle? Müllstraße
oder Amtsgericht. Oder Ludwigstraße. Amtsgericht war das hier schon. Dann ist als nächstes Gaskessel. Und ich muss rechts hier. Das wäre vielleicht gut zu merken, dass ich hier rechts fahre und nicht geradeaus. Weil Verfahren hätte ich jetzt... Verfahren ist so das Letzte, worauf ich Bock habe im Moment. So, da kommt noch einer. Ich weiß nicht, was das für ein Bus ist. Ich will jedenfalls da lang. Och, komm schon. Tu das, Node. Ah, oh, danke. Ich finde es aber auch schade, dass OMSI keine mögliche Tastenbelegung hat für eine dritte Tür. Das würde das Ganze, glaube ich, auch nochmal einfacher machen. Oder, dass dieser Bus einfach Automatiktüren hätte. Das wäre auch schön. So, hier ist grün, hier darf ich fahren. Und hier ist jetzt das, was ich meinte mit könnte ein bisschen ruckler werden. Oder war das in der letzten Folge, dass ich das meinte? Das kann auch gut sein. Natürlich will am Gaskessel auch jemand aussteigen. Wahrscheinlich ist es aber wieder nur eine Person, die aussteigen will. Ich hab zwar schon wieder runter. Guck mal, bei der ersten Tür macht er das sofort. Aber bei der zweiten Tür hängt er manchmal ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Jedenfalls drei Minuten Verspätung ist nicht schön.